Die Polizei sucht nach einem Mann, welcher im Verdacht steht, an einem Raubüberfall auf eine Spielothek in Magdeburg, Lübecker Straße, beteiligt gewesen zu sein. Einer der Täter wurde am 4. Januar von einer Überwachungskamera vor dieser Spielothek aufgenommen. Es handelt sich hierbei um den Tatverdächtigen Nummer 3. Gegen 6.30 Uhr betraten drei bislang unbekannte Täter die Spielothek. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole wurde die 43-jährige Angestellte der Spielothek festgehalten. Einer der Täter entnahm aus dem zu diesem Zeitpunkt offenstehenden Tresor Bargeld in vierstelliger Höhe. Der zweite unbekannte Täter hebelte in der Folge die Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldeinsätze mit einem Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben. Erstens, männliche Person, schlanke Gestalt, ca. 1,70 m bis 1,80 m groß, bekleidet mit schwarzer Softshelljacke, dunkler Nike-Jogginghose, schwarzer Sturmhaube, dunklen Handschuhen. Zweitens, männliche Person, schlanke Gestalt, ca. 1,80 m bis 1,90 m groß, bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke, dunklen Sportschuhen, trug dunkle Handschuhe. Drittens, männliche Person, schlanke Gestalt, ca. 22 bis 23 Jahre alt, ca. 1,80 m bis 1,90 m groß, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, mit Fellkragen, dunkler Hose, schwarzen Basecap. Die Besonderheit, der Tatverdächtige Nummer 3 hatte zur Tatzeit einen blauen Gipsverband am rechten Unterschenkel und führte zwei Unterarm-Gehstützen mit sich. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tatbegehung oder zu den Tatverdächtigen geben können, insbesondere zu der abgebildeten Person, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 5196 zu melden.